Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 10. Und zwar für die Handelstage vom 4.3. bis 8.3.2019. Wir wollen es wie gewohnt hier den Märkten DAX, Euro, US-Dollar, Gold und auch dem S&P widmen. Allem voran natürlich Gold werden wir etwas ausführlicher draufschauen, da wir da doch recht starkes Momentum auf der Abwärtsseite gesehen haben zum Ende der Handelswoche. Das müssen wir uns natürlich anschauen, denn hier eben gucken, geht das jetzt gegebenenfalls auf der Abwärtsseite weiter? Wo sind da eben die wichtigen nächsten Kernunterstützungsniveaus, beziehungsweise wo könnte sich das Bild dann auch gegebenenfalls wieder gen Long drehen? All das werden wir uns natürlich jetzt hier anschauen in der Big Picture Analyse am Wochenende auf dem Kanal von JFD Brokers. Allem voran erstmal wieder der Blick auf den YouTube-Kanal von JFD Brokers, auf die aktuelle Analyse oder auf die letzte Analyse. Zum einen der Hinweis, wie immer, wenn ihr hier unterhalb des Videos auf den Button Show More geht oder mehr Anzeigen dann auf Deutsch, dann kommt ihr hier runter und hier sind die entsprechenden Märkte aufgelistet, über die ich spreche, die ich analysiere und dahinter entsprechend eine Zeitangabe. Und wenn ihr auf diese Zeitangabe klickt, kommt ihr im Video direkt zu der entsprechenden Analyse. Ihr müsst euch also nicht die komplette Analyse anhören, die komplette halbe Stunde, sondern könnt ihr entsprechend zwischen den Analysen hin und her springen, indem ihr einfach hinten auf die Zeitangabe spricht. Auch würde ich mich weiterhin natürlich freuen, wenn ihr dem Video weiterhin schön einen Daumen hoch gebt, der quasi der Lohn eines YouTubers und auch für JFD Brokers, die dann das natürlich freut und den YouTube-Kanal es nach vorne bringt, wenn natürlich hier diese Videos dann auch geliked werden. Bevor wir erstmal mit allem durchstarten, der Blick auf den Risikohinweis, lest euch dieses bitte durch, achtet bitte darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls auch vortrade, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir blicken erstmal noch kurz auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche. Hier kommen ein paar nicht ganz so unwichtige Dinge in der kommenden Handelswoche, die uns da bevor oder die eben dort kommen. Und da schauen wir mal erstmal am Anfang. ISM, nicht verarbeitendes Gewerbe, am Dienstag um 16 Uhr aus den USA, ist in meinen Augen nicht ganz so extrem wichtig, aber sollte man auf jeden Fall am Dienstag hier beachten, um 16 Uhr, dann kommt hier um 16.35 Uhr Bank of England Präsident M. Carney spricht, also hier auch nochmal drauf schauen, denn dieses Thema Brexit ist zwar aktuell nicht mehr so heiß gekocht, wie es mal war, aber der theoretische Endtermin für den Brexit, der kommt immer näher, der ist jetzt theoretisch im März und da müssen wir mal schauen, was jetzt da so zukünftig in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Also dieses Thema wird uns weiterhin beschäftigen, natürlich auch allen voran die Indizes und Währungspaare hier in Europa. Also da immer drauf schauen. Mittwoch kommen für uns erstmal hier für unsere Märkte eben nicht so wichtige Dinge. Bank of Canada Zinsentscheidung ist für uns jetzt nicht ganz so wichtig. Viel wichtiger am Donnerstag die EZB Zinsentscheidung. Ich denke, das Ergebnis ist hier klar, aber der Fahrplan für die Zukunft, der wird hier gegebenenfalls wichtig. Statement 14.30 Uhr am Donnerstag, dann EZB-Statement und Pressekonferenz wird daher dann gegebenenfalls ein wichtiger Punkt. Ich denke, die Zinsentscheidung an sich, dass hier die Nullzinspolitik erstmal weiterhin so auch beibehalten wird, das sollte keine Neuerung und keine Verwunderung ergeben. Aber um 14.30 Uhr könnte dann vielleicht hier am Donnerstag das ein oder andere Statement eventuell so ein wenig Zucken am Markt eben dann ermöglichen. Beziehungsweise dann am Freitag auch Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die klassischen Non-Farm-Payroll, normalerweise am ersten Freitag des Monats da, aber in der vergangenen Handelswoche der erste war, ist das jetzt auf den 8. März verschoben, also dann quasi der zweite Freitag im Monat. Aber Non-Farm-Payrolls haben ja in der Vergangenheit immer mal die Märkte, also ganz weiten Vergangenheit die Märkte bewegt, in der kürzlichen Vergangenheit eher weniger, aber das wird auch wieder so kommen irgendwann, dass die Non-Farm-Payrolls die Märkte etwas bewegen könnten und somit ist hier immer Achtungs- oder sind hier immer Achtungszeichen auf jeden Fall wichtig. Am Freitag 14.30 Uhr Non-Farm-Payrolls und durchschnittliche Stundenlöhne aus den USA. Also das um 14.30 Uhr. Das ist der Blick auf den Wirtschaftszahlenkalender, was so gegebenenfalls in der kommenden Handelswoche hier die Märkte bewegen könnte. Und wir starten jetzt hier mit der Analyse des DAX, der erstmal weiter sauber trendfolgend performt hat. Wir hatten das auch angenommen, dass der Markt eben durchaus, auch die US-Märkte, die wir uns ja gleich anschauen in Form des S&Ps, die ja hier eben sauber gen Norden laufen und auch der DAX das eben dann weiterhin getan hat. Zwar erst zum Freitag so richtig, wir sehen hier diese Bewegung am Freitag, genau exakt
in das nächste Widerstandsniveau um die Marke 11.675 und von dort dann leicht zurücklaufen für den Schlusskurs, der dann eben ein paar Pünktchen unterhalb dieses Widerstandsniveaus dann eben am Freitagabend war. Aber der Markt ist erstmal grundsätzlich sauber gen Norden tendiert. Wir hatten so als Kernunterstützung 11.420, 11.400. Das war ein kernunterstützendes Niveau, das hat dann die Woche auch gehalten und immer wieder erstmal so Long-Tendenzen und dann schlussendlich, wie gesagt, der Break auf der Oberseite hier im DAX. Und jetzt müssen wir eben schauen, rein charttechnisch erstmal hier an dieser Stelle, was ist denn jetzt in der kommenden Handelswoche wichtig und vor allem in welche Richtung könnte es hier weitergehen. Ich denke, rein charttechnisch ist es eigentlich hier fast jedem klar, dass die Aufwärtsseite erstmal weiterhin Bestand haben sollte. Wenn wir uns die großen Schwünge hier anschauen und natürlich den Schlusskurs, den Freitag und so weiter, das zeigt schon relativ eindeutig weiter nach oben gen Norden. Und wir müssen jetzt einfach nur hier mal überlegen, okay, wir hatten in der vergangenen Handelswoche so den 300er Bereich als richtungsentscheidend plus den Bereich um die Marke 400 bzw. 420. Das waren so zwei wichtige Bereiche und auch hier eigentlich ein klares Statement des DAXes, dass nicht mal der 300er Bereich, der hier etwas tiefer lag, überhaupt angelaufen wurde, sondern dass schon der obere Bereich, der Bereich um die Marke 400, 420 hier erstmal gehalten hat als Unterstützung und der Markt dann entsprechend weiter gen Norden lief. Also alles erstmal weitere Anzeichen für die Möglichkeit, dass der Markt weiter steigt, dass er weitere Long-Tendenzen zeigt, weitere Jahreshochs ausbaut, weitere Bewegungshochs ausbaut und dass wir jetzt hier schauen müssen, wo kommen denn jetzt hier die nächsten Kernwiderstände bzw. die nächsten Bereiche, die der Markt durchaus realistisch anlaufen kann. Wenn wir uns das Ganze erstmal anschauen, wir haben hier aus der Vergangenheit natürlich weitere Bereiche drin liegen im Chart und wir sehen auch, dass der Bereich um die Marke 840 erstmal grundlegend als auf dem großen Bild, auf dem großen Tageschart hier als nächster eingezeichneter Widerstand kommen. Wir können das gerne hier mal so ein bisschen zusammenschieben und sehen jetzt hier so ein paar wichtige, markante Bereiche aus der Vergangenheit. Wohlgemerkt ist ja dieses ganze Gebilde hier vorne, also dieser ganze Bereich, ich mache ihn mal, Moment, das sollte jetzt ein Kreis werden oder ein Viereck, ja, dieser ganze Bereich, der hier wichtig ist, wird in der Zukunft, wenn wir denn dann anfangen, wieder in diesen Bereich reinzulaufen. Da sind wir, wenn wir hier vorne schauen, das ist hier alles 2017, der Bereich, ja. Und dann kommt danach der Bereich 2018 und der jetzt hier diese Aufwärtsreise quasi mitunter hauptsächlich im Bereich des Jahres 2019. Und all diese Bereiche sind dann natürlich etwas weiter weg, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich charttechnisch wichtig. Gerade die übergeordneten Bereiche, und da sind wir jetzt eben, denke ich, an einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Moment, jetzt nehmen wir wieder das Zeichenwerkzeug. Diesen 675er Bereich hier rangelaufen, das war so der Zielbereich, den wir angenommen haben. Und dann sehen wir hier etwas weiter drüber eben so die nächsten Kerntiefpunkte aus dem Chart. Das war hier und hier hatten wir auch in diesem Bereich so eine Schiebezone. Also das ist so das nächste, der nächste Bereich, der hier erstmal durchaus übergeordnet realistisch angelaufen werden kann. Und da wir den Markt aufwärts haben, auch die Vorzeichen aus den USA weiterhin positiv sind, und solange hier der Weg, wie im Gold, sich nicht ändert, also dass hier auf einmal Momentum auf der Abwärtsseite aufkommt, die Anzeichen dafür dann auch sich ja auftun, das schauen wir uns im Gold gleich an, solange ist der Weg hier auf der Nordseite weiter geebnet. Und da schauen wir eben an, welche Bereiche hier jetzt eben auch auf kleinerem Bild wichtig sind und gehen dafür auf den 4-Stunden-Chart. Und sehen jetzt hier, dass der Markt, wir hatten da in den Livestreams auch entsprechend einen Zielbereich auf kleineren Zeitebenen angenommen. Das war so der Bereich um die Marke 565, das war so hier diese Zone 565, 570. Den hat der Markt dann, der DAX, im zweiten Anlauf exakt erstmal getroffen, bevor es am Freitag, wie gesagt, weiter gen Norden ging. Da hatten wir am Anfang der Handelswoche schon mal Stärke. Der Markt lief nicht ganz da rein, nochmal in Richtung 420, dann den Bereich exakt getestet. Dann ging es nochmal hier ein kleines Stückchen zurück, um dann eben am Freitag hier wirklich Stärke mit dem Breakout über diese Wochenhochs, vorher auch ja, Jahreshochs, eben zu vollziehen in den nächsten Kernwiderstandsbereich rein. Und da wir das jetzt aus der vergangenen Handelswoche wissen und auch eben bestimmte andere Bereiche aus der vergangenen Handelswoche wissen, ja, wir versuchen ja immer, das aus der kürzlichen und längeren Vergangenheit das Bild hier so ein bisschen eben auseinander zu pflücken, dann sehen wir auf jeden Fall zum einen
diesen nicht ganz so unwichtigen Bereich. Das sollte jetzt hier eine richtige Zeichnung werden und nicht ein Strich. Also wir wissen, dass dieser Bereich hier oben nicht ganz so unwichtig war in der vergangenen Handelswoche. Und wir sehen auch, dass der Markt hier grundsätzlich so in diesem Bereich, wir ziehen das mal bis rüber, um hier auch den Kurs so ein bisschen zu sehen, das ist so ganz knapp unterhalb von 11.500, so 11.490, 11.485. Das sind so die Bereiche, wo der Markt sich erstmal relativ oft aufgehalten hat in der vergangenen oder kernmäßig in der vergangenen Handelswoche. Zusätzlich dieser Hochpunkt um die Marke in etwa 565. Und das sollten nun auch für die kommenden Handelswoche, die wichtigen Bereiche bleiben. Solange der Markt oberhalb dieser Bereiche bleibt und kernmäßig ist hier natürlich dann der Bereich um die Marke 480, 490, 495, so ganz knapp unter 500, so der richtungsentscheidende Bereich. Was da bedeutet, wenn wir jetzt hier idealerweise vielleicht nochmal so Rücksetzer sehen, dann wäre natürlich hier dann schon mal ein Gedanke des Kaufs gegebenenfalls denkbar. Mal sehen, wo wir eröffnen am Montag, was dann im Prinzip ja schon der Nachthandel sagt, die Vorzeichen der Futures und so weiter, dass man eventuell hier in diesem Bereich dann schon mal gegebenenfalls ein Kaufsetup findet in Richtung der Hochs, beziehungsweise dann auf klare trendfolgende Fortsetzung, also auf trendfolgenden Charakter, die Trades aufzubauen, dass es weiter gen Norden geht, beziehungsweise selbst nochmal leichte Schwäche in den Bereich 500 knapp darunter rein. Auch hier wäre es erstmal interessant, auf die Aufwärtsseite zu setzen. Sollten wir jedoch darunter kommen, dann geht es los, dass wir dann schon mal vorsichtig sagen können, okay, so richtig stark scheint das Bild hier nicht mehr zu sein, weil wir dann eben scheinbar auch durch einen, auch durchs Volumenprofil gegebenenfalls wichtigen charttechnischen Bereich durchlaufen, dass hier dann eben anfangende Schwäche gegebenenfalls sich auch ausbauen könnte, was einfach bedeutet, ich bin hier unten zum einen dann auch schon mal gewillt, einen Abwärtstrade darauf aufzubauen, dass der Markt zum einen in diesen wichtigen 420er-Bereich läuft, beziehungsweise hier dann auch gegebenenfalls durch die Vorwochentiefs durchbricht. Also hier haben wir durchaus realistische Chancen, dass es weiter nach unten geht, in die Zone in etwa 300. Das hatten wir ja in der vergangenen Handelswoche schon als wichtigen Bereich, dass sich einfach dann das Bild gen Süden ein wenig auflöst. Das wird so ein bisschen anfangen in den Bereich 490, geht dann erstmal vorsichtig in den Bereich 420. Auch hier gäbe es dann gegebenenfalls, dadurch, dass wir in der vergangenen Handelswoche auch mehrmals hier Unterstützung hatten, dass man auch hier vorsichtig nochmal, aber mit konservativeren Herangehensweisen, sicherlich durchaus auch nochmal den Long-Charakter finden kann. Aber dann wirklich mit einem Trigger, manchmal warte ich dann wirklich darauf. Also, es ist grundsätzlich vielleicht auch alles noch aufwärts, wenn wir im Bereich 420 sind, aber was spricht dagegen zu warten, dass der Markt erstmal über den angenommen wichtigen, richtungsentscheidenden Bereich steigt, um dann hier oben an Käufe zu denken. Also hier unten dann mit Käufen einfach etwas defensiver zu sein. Das ist so der Kerngedanke. Unterhalb von 500 in Richtung 420. Und wenn wir da runter gehen, dann bin ich hier, denke ich, durchaus gewillt, auch ein bisschen mehr auf der Abwärtsseite eben zu handeln, zu traden. Aber mit dem Blick definitiv auf den S&P. Denn den schauen wir uns jetzt an. Denn der ist natürlich auch weiterhin recht stark auf der Aufwärtsseite unterwegs. Auch hier haben wir kernmäßig zwar eine Bewegung auf der Abwärtsseite mal gezeigt in der vergangenen Handelswoche. Wir haben hier auch das aktuell sehr, sehr große Bild, das aktuell sehr, sehr, also das Big Picture quasi. Und wir haben hier in der vergangenen Handelswoche dieses Unterstützungsniveau um die Marke 2781 dann mal getestet, um dann eben wieder Stärke zu zeigen. Der Unterschied nur aktuell, das war vorletzte Handelswoche teilweise schon so, auch die Aufwärtstendenzen sind in den US-Märkten zu sehen gewesen. Allerdings waren die US-Märkte im Verhältnis zum DAX, was eigentlich eine Umkehr ist, lange Zeit, dieses Jahr, Ende vergangenen Jahres, lange Zeit waren die US-Märkte wirklich stärker. Also diese Aufwärtsreise, die hier stattgefunden hat in den US-Märkten, hat der DAX jetzt zwar vom Kern auch mitgemacht, aber er ist bei weitem, der US-Markt ist schon bei weitem auf ganz anderen charttechnischen Niveaus. Wir haben hier so einen wichtigen Punkt als der DAX, wenn man das jetzt miteinander vergleicht. Somit war immer der Vorreiter der US-Markt auf der Aufwärtsseite. Jetzt haben wir allerdings im DAX Freitag neue Jahreshochs, neue Bewegungshochs ausgebaut. Was hat allerdings dann hier der S&P gemacht? Der hat das zwar zum Anfang der Handelswoche auch getan, aber dann zum Ende der Handelswoche nicht mehr. Also so ganz leichte, ja, es ist kein negativer Charakter, aber es führte schlussendlich in der vergangenen Handelswoche dazu, dass wir in den US-Märkten vorsichtig immer schon mal
die Abwärtsseite angetestet haben mit Trades. 3 Stück an der Zahl. Freitag konnten wir sogar etwas mehr Geld daraus ziehen, da wir auch die Nasdaq teilweise short hatten. Und die Tage zuvor war es ein Break-Even-Trade und ein Trade mit leichtem Plus. Weil ich einfach gesagt habe, irgendwie schwächelt das Bild so ein bisschen. Und es wäre hier nicht ausgeschlossen gewesen, dass einfach der S&P gegebenenfalls vielleicht sogar mal einen Dip in das nächste kernunterstützende Niveau findet. Kam nicht so, der Markt ist nach wie vor stark und das merken wir auch uns natürlich für den DAX und schauen uns das Bild jetzt an. Was könnte jetzt hier passieren, grundsätzlicher Natur? Wir dürfen hier und deswegen jetzt hier auch mal wirklich das ganz große Bild. Einen wichtigen charttechnischen Bereich müssen wir auf jeden Fall beobachten und zwar hat der Markt vergangenen Jahres, das war so September, Oktober, November, hat er hier 3-mal quasi so ein Doppeltop oder ein Triple-Top, ist ja nicht ein Doppeltop, es ist ein Triple-Top, was der Markt hier ausbaut. Und hatte in dieser Phase so eine Seitwärtszone von sage und schreibe 200 Punkten. Also der Markt ist hier in einer Zone in etwa von 200 Punkten hin und her gependelt und baute hier oben halt dieses Dreifach-Top quasi auf. So, was ist da jetzt wichtig an dieser Geschichte? Wir sehen, dass wir schon an diesem ersten Bereich das erste Mal hängen geblieben sind. Und das natürlich Widerstand aus der Vergangenheit auch Widerstand in der Zukunft bedeuten könnte. Oder aber, wenn wir darüber gehen, dass ich, und schaut mal die Bewegung vorher, die hier im S&P passiert ist. Schaut euch mal die Bewegung an, die hier als letztes passiert ist. Da war wirklich starkes Momentum auf der Abwärtsseite. Das war ja hier so der Beginn der grundsätzlichen Abwärtsbewegung, die dann übergeordnet stattgefunden hat. Und es ist nicht selten so, und das muss man im Hinterkopf behalten, das ist eigentlich der wichtige Punkt jetzt. Wenn wir sehen, dass in der Vergangenheit ein wichtiger charttechnischer Bereich herrscht und auch vorher die Bewegung sehr, sehr stark war davor, dann ist das jetzt nicht auszuschließen, dass weiter Long-Tendenzen bestehen, dass eben gerade der Rutsch dann über diese Hochs rüber, im großen Bild, im Big Picture, ja, hier, das ist ja so das letzte Hoch, dass dann hier auch durchaus wieder Momentum genau in die Gegenrichtung passieren könnte. Also die Reise nach oben sauber weiter fortgesetzt wird und solch Bewegungen, wie wir sie hier aus der Vergangenheit, aus dieser Aufwärtsbewegung kennen, einfach weiter Bestand haben. Und dass hier grundsätzlich die Aufwärtsseite einfach auch weiterhin durchaus realistisch denkbar ist. Und somit haben wir auch hier, ähnlich wie im DAX, die Aufwärtsseite weiter auf dem Schirm, solange sich das Bild hier nicht ändert. Und da schauen wir uns jetzt hier dann wieder die kleineren Bereiche an. Welche sind da wichtig im S&P? Können da im 4-Stunden-Chart bleiben? Sehen ja jetzt hier, dass der Markt quasi, wenn wir jetzt hier mal dieses Bild einzeichnen. Ne? Wir sind jetzt hier quasi ja immer auf der Aufwärtsseite, dann kam eine Abwärtsseite, dann kam die Aufwärtsseite, dann kam jetzt eine Abwärtsseite und jetzt ziehen wir wieder nach oben an. Und jetzt ist es durchaus denkbar, dass ja hier diese Aufwärtsseite weiter Bestand hat. So, jetzt denken wir mal so ein bisschen weiter, was könnte jetzt hier weiter passieren? Es könnte sein, dass wir die Hochs hier oben vielleicht gar nicht mehr erreichen und der Markt vielleicht hier doch anfängt, erstmal so ein bisschen auf der Unterseite noch zu dümpeln. Mal gucken, dass es vielleicht so geht, ja, oder dass das Bild jetzt hier so seitwärts irgendwie weitergeht. Das sind ja alles Szenarien, die durchaus realistisch passieren könnten. So, jetzt ist nur die Frage, bis wohin achtet man weiter auf die Aufwärtsseite und versucht diese weiterhin trendmäßig als Kerntrendseite im Prinzip beizubehalten? Oder ab welchem Punkt könnte man hier sagen, okay, ich versuche es dann auch mal wieder auf der Abwärtsseite oder mit dem Gedanken, dass ich hier gegebenenfalls einen Trend wenden könnte? Und da bleibt erstmal natürlich zum einen der Bereich der Vorwoche, das Tief der Vorwoche hier sehr, sehr wichtig, beziehungsweise grundlegend die Kernunterstützung 81, 82 und zusätzlich auch nochmal der Bereich hier unten um die Marke 2765. Das sind so grundsätzlich die wichtigen Bereiche jetzt im S&P. Wenn, und dafür machen wir nochmal ganz einen fetten Fall, bevor wir nochmal die Kernüberlegung für die kommende Woche ausbauen. Wenn wir jetzt hier quasi so ein bisschen Schwäche sehen und dann hier wieder reagieren, dass hier vielleicht so seitwärts geht, dann ist erstmal grundsätzlich, bin ich der Meinung, alles charttechnisch weiter sauber aufwärts. Auch wenn der sich vielleicht ein bisschen seitwärts bewegt, wenn hier vielleicht auch die kommende Handelswoche immer mal wieder kurzzeitig Druck auf der Abwärtsseite aufkommen könnte. Alles möglich, solange wir die 2765 hier unten nicht nachhaltig durchschreiten, ist, denke ich, das übergeordnete Bild weiter aufwärts. Was bedeutet, ich schaue natürlich prozyklischer Natur auch kernmäßig weiter, dass ich Aufwärts-Setups bekomme. Nur
die antizyklischen Gedanken, auch wie in der Vorwoche, dass man dann hier eben eventuelle Abgaben dann auch antizyklischerweise dann immer mal shortet, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Das übergeordnete Bild sollte, denke ich, ganz klar jetzt weiterhin aufwärts tendierend sein. Was einfach für mich bedeutet, na klar, wenn wir am Montag stark sind, wenn wir weiterhin alle Anzeichen grün haben, wenn die Asiaten grün sind, wenn hier alles weiter grün ist, dann natürlich auch weiterhin im S&P der Gedanke, dass es auf jeden Fall neue Bewegungshochs, hier neue Jahreshochs in dem Fall dann wieder geben kann. Der nächste Bereich 2825 kommt. Und dann, das ist der wichtige Punkt, dann erinnern wir uns daran, an die große Analyse, dass hier oben ein wichtiger Triple-Top-Bereich kommt. Sprich, hier kann es schnell gehen. Und somit bin ich hier oben alles im Norden, alles hier oberhalb der Marke 2781 erstmal klar weiter mit Käufen behaftet. Auch wenn wir leichte Rücksetzer sehen und der Markt anfängt anzuziehen, alles mit Käufen behaftet. Ich würde hier auch in den US-Märkten, im Gegensatz zum DAX, der bis auf Freitag in den vergangenen Handelswochen immer wieder neue Hochbereiche relativ schnell wieder abverkauft hat, das war in den US-Märkten nicht so. Hier sind teilweise wirklich saubere Bewegungen auf der Nordseite weiter dann erstmal haben stattgefunden und wie gesagt, das wäre hier auch weiterhin der Gedanke. Gehen wir unter 81, ist das übergeordnete Bit weiterhin long, bin hier allerdings schon so ein bisschen vorsichtiger dann mit Käufen, weil dann erstmal das, also ja, das kleinere Bild dann eben von den Tiefs ja schon unterschritten wird, aber auch hier ist eben so ein Fangen, ähnlich wie im DAX, ja, dann wartet man notfalls ab, dass der Markt sich wieder fängt und dann kann man eben oberhalb der 81 dann wieder an die Long-Seite denken, man kann es dann auch hier in der Unterstützung schon mal nach dem Trigger suchen, auf der Long-Seite kann man alles machen, nur hier mit dem kleinen Unterschied, dass man hier unten so ein bisschen so ein Hauch vorsichtiger ist mit der Long-Seite und wenn wir dann die 63, wie gesagt, nach unten durchschreiten, dann kann es sein, dass wir übergeordnet doch ein wenig stärker konsolidieren, dass hier dann eben die Abwärtsseite erstmal interessant wird in die nächsten kernmäßigen Unterstützungsniveaus und wir dann gegebenenfalls hier etwas schärfer auf der Abwärtsseite unterwegs sein werden. Das ist Plan B. Wir sind weiter aufwärts tendierend. Das werden wir in den Livestreams besprechen, da schauen wir uns das auch immer an. Wo sind die nächsten Unterstützungen? Und wenn wir dann antizyklisch shorten, dann habe ich das immer begründet, warum, weshalb, wieso und mit den Punkten. Wir hatten teilweise alles im Livestream gemacht, die Trades liefen im Livestream größtenteils. Nur, dass ich aktuell eben zwei Konten handle und manchmal eben auch ein anderes Konto, wo sie dann nicht laufen. Aber das ist schon, das läuft dann auch teilweise live und ich zeige euch das. So, das ist der Gedanke zum S&P. Schauen wir mal auf den wichtigen Goldpreis und wir sehen hier wirklich starke Abgaben zum Ende der Handelswoche. Also und wirklich eben wirklich Momentum. Und das ist das, was ich auch immer meine. Wenn hier Momentum aufkommt, also Momentum wirklich anhand von starken Bewegungen und der entscheidende Faktor, der war wirklich hier oben ein charttechnischer Bereich, den schauen wir uns auch gleich an. Wir hatten hier oben in den Livestreams immer noch den Gedanken, ganz sauber, weil wir sind alle keine Hellseher. Es gab sicherlich im Internet die eine oder andere Analyse, die da gesagt hat, Gold wird fallen. Allerdings, ich habe mal geschaut, es gab den einen oder anderen Analysten, der hat hier oben, teilweise sogar hier oben, gesagt, Gold wird fallen. Aber ich habe mal in der Vergangenheit geschaut, der hat auch in verschiedenen anderen Bereichen immer mal wieder gesagt, Gold wird fallen. Zack. Also es gibt Analysten, die haben jetzt hier oben mal den goldenen Trade quasi produziert, haben das aber auch schon vorher 3, 4, 5 Mal getan. Und irgendwann hat man natürlich recht. Was haben wir gemacht? Wir sind ganz klar und klassisch auch in den Livestreams erstmal weiter kernmäßig long unterwegs gewesen. Und zwar hier oben. In dem Bereich haben wir gesagt, okay, wenn wir hier gewisse Grundsetups sehen, dann ist es durchaus denkbar, dass Gold erstmal weiter auf der Aufwärtsseite pusht. Und zwar genauso, wie wir das hier auch immer getan haben. Und wir hatten hier in den Livestreams erstmal in den letzten Phasen immer mit der Kernrichtung recht. Trendfolge, ganz klassisch Trendfolge. So, jetzt drehte sich das Bild hier und das schauen wir uns gleich nochmal an, wo jetzt hier der Punkt kam, wo man sagt, okay, jetzt ab diesem Punkt wird das alles relativ uninteressant. Auch die letzte Trading-Woche-Analyse. Wir suchen uns immer richtungsentscheidende Bereiche raus und die richtungsentscheidenden Bereiche, die liegen nicht irgendwo hier unten. Die liegen meistens charttechnisch relativ eng am Kurs dran. Und auch hier hat der Goldpreis einfach dann den richtungsentscheidenden Bereich nach unten durchstoßen. Was dann das Indiz dafür ist, okay, jetzt die Abwärtsseite und spätestens, wenn der Markt dann hier die wichtigen Bereiche nach unten durchstoßen hat, dann war hier klar, okay,
Druck auf der Abwärtsseite. Momentum. Momentum kommt zugegebenermaßen nicht ganz so oft vor, auch wenn wir das im Goldpreis hier von der Abwärtsseite kannten vom vergangenen Jahr. Ja, und teilweise auch sogar auf der Aufwärtsseite. Aber solch Momentum, wie hier auch am Freitag, kommt nicht so oft vor. Und da müssen einfach Momentumstrategien greifen, um dann hier eben wirklich schnell auch die Kernrichtung zu wechseln. Und gerade wenn Momentum aufkommt, dann sind teilweise wichtige Unterstützungsniveaus irrelevant. Weil meistens dann eben wenigstens ein oder zwei Unterstützungsniveaus durchstoßen werden, bis der Markt dann durch ein nächstes markantes Unterstützungsniveau gebremst wird. Und das tat er auch. Wir schauen uns das Ganze mal an, wo jetzt hier der Schlusskurs stattfand und vor allem, was ja jetzt hier wichtig ist, was machen wir in der kommenden Handelswoche. Schauen wir uns mal an. Wo liegen wir hier? Charttechnisch. Ja, Schlusskurs. Tiefkurs des Freitags war nicht großartig, nennenswert tiefer. Also wirklich, wir sind hier gebremst worden durch einen charttechnisch wichtigen Bereich, den wir hier jetzt zugegebenermaßen erstmal als Linie nicht drin hatten, aber das hat den folgenden Grund, dass wir mit diesen Bereichen hier in der Vergangenheit des Öfteren schon gearbeitet haben, auch hier schon mal mit diesem Break gearbeitet haben, mit dem Bruch nach oben und so weiter und so weiter. Also wer hier in den Livestreams immer mit dabei ist, der weiß, dass so 97, 95 eben hier als wichtiger Bereich steht. Und noch wichtiger aus der kürzlichen Vergangenheit, wenn wir uns das jetzt mal hier rüberziehen, sehen wir, wer hier wieder mit dem Volumenprofil arbeitet und auch hier eben aufgrund dessen sich dann Unterstützungsbereiche raussucht, der wird jetzt hier, oben ist das nicht ganz so doll, dann kam das hier schon mal so ein bisschen raus, dann ging das wieder so und dann kam das hier wieder so ein bisschen raus, so, so ganz grob, ne? Und wir wissen auch, dass solche Bereiche halt dann eben unterstützend wirken und gerade hier so eine Schiebezone aus der Vergangenheit, dann eben die also mit einer der markantesten Schiebezonen, hier unten, die war ein bisschen stärker noch, ja, hier oben, die ist auch nicht ganz so unwichtig, da hatten wir ja auch kurz den Hänger, ja, bevor es denn da durchging und dann ging der Markt einfach in den nächsten wichtigen Bereich rein. Und wenn wir uns das Ganze hier schon mal anschauen, dann sehen wir, dass wir hier in dem Bereich um die Marke 1282 so das nächste Unterstützungsniveau haben, dann nochmal und danach, da kommt da wieder nicht viel. Also wir müssen hier so ein bisschen aufpassen, dass jetzt Gold nicht innerhalb von vielleicht wenigen Tagen all das sich erstmal zurückerobert, was er sich hier über Monate auf der Long-Seite aufgebaut hat. Denn der ganze Bereich hier, diese Zone, ja, die ist zwar schon auch mit kleineren Schiebezonen behaftet, also wir hatten hier nicht komplett Momentum, aber hier ist nicht ganz so viel mit Unterstützung zu rechnen. Die nächsten Kernunterstützungsniveaus liegen drin im Markt, ja. Und es ist hier nicht auszuschließen, dass auf einmal Momentum sich weiter fortsetzt. Und hier auf jeden Fall erstmal der ein oder andere Schub auf der Abwärtsseite durchaus realistisch denkbar wäre. Erstmal würde ich ganz gerne eine Erholung sehen wollen, aufgrund des jetzt aktuellen Unterstützungsniveaus hier, was nicht ganz so unwichtig ist. Aber wenn wir durchlaufen, wenn wir hier wirklich Druck weiterhin sehen, vielleicht auch nach einer kleinen Erholung hier, dann ist das wirklich denkbar, wenn wir hier durchschießen, ja, dass dann eben der nächste Bereich um die Marke 1263 angelaufen werden kann. Das jetzt erstmal so der Blick aufs große Bild. Und jetzt müssen wir auch hier wieder überlegen, okay, die Abwärtsseite ist aktuell aktiv, der Markt drückt, der Markt pusht, da ist Momentum drauf, alles denkbar, dass es weiter auf der Abwärtsseite geht. Allerdings sollte man genau das, was wir in jeder Analyse machen, eben jetzt auch mal so relativieren. Okay, wir sind jetzt zwar mit Druck auf der Abwärtsseite dabei, aber schauen wir mal auf den Wochenchart. Die letzte Kernbewegung auf der Aufwärtsseite, ja, zeichne ich das nochmal ein, die läuft ja seit hier unten. Und jetzt haben wir hier eben gerade mal, zwar relativ zügig, aber so eine kleine Gegenbewegung. Was spricht dagegen, wenn es so weitergeht? Also da muss man immer so ein bisschen relativieren und von daher natürlich dann eben auch schauen, okay, bis zu welchem Bereich würde ich dann jetzt weiter erstmal wieder auf der Abwärtsseite schauen und ab welchem Bereich könnte sich das Bild hier relativ zügig auch wieder ändern? Und da wissen wir, auch wieder hier aus der Vergangenheit, dass hier so ein Bereich um die Marke 1305 bis in etwa 1310, das war hier so eine Schiebezone, 1305, ein sehr, sehr wichtiger Bereich aus der Vergangenheit, das sahen wir auch hier. Somit ist erstmal grundsätzlich alles, was unter 1305, sogar bis in den Bereich 1310 stattfindet, für mich erstmal weiter abwärts. Allerdings müssen wir hier täglich immer drauf schauen. Da wir übergeordnet immer noch knalllong sind,
Kann es auch durchaus sein, gerade wenn wir vielleicht hier Montag oder Dienstag nochmal Schwäche sehen, dass wir auch trotz dieses Momentums auf der Abwärtsseite dann mal Long Trades machen. Einfach, weil der Markt natürlich sich gerne dann auch irgendwie zwischendurch immer mal erholt. Also müssen wir mal schauen, das werden wir garantiert machen, wenn hier Momentum drauf ist, dass wir dann gegebenenfalls zum Beispiel, wenn wir hier erstmal noch so eine Bewegung auf der Abwärtsseite sehen, in einen nächsten wichtigen Bereich, dass wir dann eben auch antizyklisch, wohlgemerkt natürlich antizyklisch, aber auch mal auf so eine Gegenbewegung setzen. Rein kerntrendmäßig, wie gesagt, erstmal, wer nur prozyklisch handelt, für den ist es hier gegebenenfalls interessant, wenn wir den Bereich unterhalb von etwa 13,10, 13,8, 13,10 weiter von der Abwärtsseite sehen. Also Erholungscharakter, die dann hier gegebenenfalls stattfinden. Moment, nehmen wir nochmal blau. Erholungscharakter, die hier stattfinden, an alte Tiefbereiche ran, ja, an alte kernmäßige Widerstandszonen ran, dass man das immer von der Abwärtsseite aus betrachtet und hier eben schaut, okay, immer wieder Möglichkeiten, den Markt gegebenenfalls zu shorten, bis in den Bereich in etwa so 13,08 bis 13,10. Alles, was darüber dann stattfindet, ist natürlich schon wieder ein Zeichen von Stärke, eine Gegenbewegung gegen das Abwärtsmomentum. Und wenn wir hier drüber kommen, dann denke ich, ist es nicht auszuschließen, dass das nach unten wieder mal eine kleine, leichte, dezente Übertreibung war, um einfach mal den einen oder anderen rauszuschütteln, auch die eine oder andere Gewinnmitnahme, die natürlich dann hier stattfindet und dann eben das Bild sich gegebenenfalls übergeordnet wieder in Long-Richtung ändert, der Kerntrend Long wieder etwas stärker aufgenommen wird und somit dann natürlich auch Long-Trends, trendfolgender Natur, auch wieder kernmäßig mehr erlaubt sind. Also wir merken uns den Bereich 13,08 bis 13,10. Darunter schauen wir, dass wir Short-Setups prozyklischer Natur bekommen mit dem Abwärtsmomentum, mit der Option, dass wir, wenn hier Druck aufkommt und sich vielleicht mal eine Möglichkeit bietet, antizyklisch auch mal Long zu nehmen, weil das Momentum ist da, die Volatilität ist da und eine Volatilität bedeutet, dass auch Gegenbewegungen in der Regel relativ volatil ausfallen, was dann auch im Daytrading Möglichkeiten bedeutet. Und so, wenn wir hier rüberkommen über die 13,10, dass wir dann das Bild, die Gedanken wieder mehr auf die Long-Seite richten. Das so mein Kerngedanke fürs Gold für die kommende Handelswoche. Und jetzt haben wir eigentlich den Euro-US-Dollar dazwischen übersprungen. Den schauen wir uns natürlich auch noch an, nur heute etwas gedreht quasi. Also, Euro-US-Dollar ist allerdings auch relativ schnell abzuhandeln. Wir sind nach wie vor ja in dieser Schiebezone und eigentlich muss man hier immer wieder sagen, und das ist auch das, was ich ja jede Woche sage, eigentlich ist der Euro-US-Dollar relativ uninteressant. Aber ich weiß, der eine oder andere von euch oder eine ganze Menge von euch interessieren sich sehr, sehr stark für den Euro-US-Dollar, handeln den sehr, sehr viel. Und somit haben wir hier auch in der vergangenen Handelswoche Trade-Setups entworfen, die gar nicht so schlecht waren und hier grundsätzlich auch jeden Fall auch Geld verdient haben. Ihr seht hier, charttechnische Bereiche, die der Markt sauber angelaufen hat, teilweise sogar mit mehreren Versuchen hier in diesen von mir eingezeichneten wichtigen Bereich der Markt reinlief. Ja, also die Long-Seite in dieser Seitwärtsschiebezone 13,30 bis 14,30 hier weiterhin so vorsichtig aktiv war, etwas konservativer, die Ziele auf der Ober- und Unterseite gewählt. Ja, und der Markt lief da auch rein, also man konnte hier so ein paar Pünktchen sich auf jeden Fall sichern. Jetzt sind wir hier annähernd am Schlusskursbereich der vorletzten Handelswoche mit der letzten Handelswoche. Also eigentlich auf Schlusskursbasis ist hier gar nicht viel passiert. Und ich bin jetzt mal vorsichtig, ich würde jetzt erstmal zumindest aus aktueller Sicht die Long-Seite, die wir hier in der vergangenen Handelswoche gehandelt haben, in Richtung in etwa so 1,14, 1,14,07, das würde ich jetzt erstmal sein lassen. Ich würde jetzt hier erstmal schauen, dass vielleicht Schwäche reinkommt, wieder in Richtung 13,30. Hier ist nach wie vor Unterstützung. Wenn wir aber hier drunter kommen, und da hatten wir hier dann auch in der vergangenen Handelswoche schon mal einen Abwärts-Setup, bedingt durch so eine Seitwärts-Schiebezone formuliert. Und ich denke, das könnte jetzt vielleicht dann in der kommenden Handelswoche interessant werden, wenn sich Schwäche anfängt aufzubauen. Ganz wichtig, vorher kann ich jetzt, weiß ich nicht mehr sehen, in dieser Seitwärtszone ist es wirklich extremst schwierig, wichtige Bereiche herauszufiltern. Das muss man teilweise ad hoc im Daytrading von Situation zu Situation entscheiden. Aber übergeordnet wäre es jetzt hier eine Option, darauf zu setzen, dass der Markt erstmal anfängt, wieder Schwäche zu sehen. In den Bereich 3.1.13 knapp darüber reinläuft, um dann hier unten gegebenenfalls einen Break gen Süden, und da haben wir hier den Bereich um die Marke in etwa
1,1270, ich gucke nochmal rein, wir hatten hier angenommen 72, 1,1272 hatten wir hier in der vergangenen Handelswoche als realistischen Zielbereich angenommen. Also, was da bedeutet, ich nehme das nochmal raus und zeichne das jetzt nochmal ein, als Abschluss im Euro-US-Dollar, grundlegend choppy, man muss hier nicht unbedingt handeln und eine Option, die ich mir jetzt erstmal zurechtlege, ist hier grundlegend zu wissen, dass hier eine Schiebezone stattfand. Der Gedanke ist jetzt, dass der Markt in diese Schiebezone wieder reinläuft, sich vielleicht hier drin auch so ein bisschen aufhält. Und wenn dann hier unten ein Break stattfindet, kann man zwei Varianten wählen. Zum einen ist das so die aggressive Variante, direkt den Break hier zu handeln. Ja, wir haben ja auch noch so zwei kleine andere Punkte, die man dann antizipieren könnte, den Break. Also hier wirklich die aggressive Variante. Oder wenn der Markt anfängt auszubrechen, nochmal als auf einen Rücklauf zu setzen, um dann die Abwärtsseite hier unten in Richtung der 72 zu handeln. Das wäre so der Gedanke, den ich vice versa zur Long-Seite in der vergangenen Handelswoche vielleicht mal hier versuchen wollen würde, wenn er dann überhaupt eintritt, also wenn hier Schwäche eintritt. Wenn Stärke reinkommt, dann lasse ich den Euro wahrscheinlich nächste Woche erstmal sein. Weil dann pendelt er hier weiterhin Long. Mal gucken, ob sich hier vielleicht dann auf kleinerem Bild eine Long-Gedanke bietet oder vielleicht sogar hier oben dann wieder eine Short Idee, alles Seitwärtsstrategien, die man wirklich, wie gesagt, ad hoc entscheiden muss. Das ist sehr, sehr schwierig im Euro-US-Dollar. Ich denke, der ein oder andere, der den auch handelt, der weiß, dass man hier wirklich, wirklich schon sich sehr, sehr anstrengen muss, um hier sauber Trades zu platzieren. Das soll es von meiner Seite gewesen sein für die aktuelle Trading-Wochenanalyse hier auf dem Kanal von JFT Brokers. Ich wünsche euch erstmal Good Trades und Mega-Trading in der kommenden Handelswoche. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich weiterhin aktiv in den Livestreams mit dabei seid und würde mich freuen, wenn wir dort uns dann am Montag um 8.50 Uhr startet mit dem DAX Long oder Short, dann folgt von Chris oder von mir 9.30 Uhr der Livestream Devisenradar, JFT Devisenradar um 15.45 Uhr der Livestream US Opening Bell und so weiter. Also wir haben viele, viele Möglichkeiten miteinander dort zu kommunizieren live. Ihr könnt Fragen stellen, all das ist möglich. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. In diesem Sinne euch erstmal Good Trades und Mega Trading. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.